hallo, willkommen bei einer neuen Ausgabe von Speed Checker. Dies ist eine Spezialaufgabe, denn ich teste hier nichts Neues für mich, also für mich persönlich nichts Neues, sondern etwas, was ich gerne mag. Deswegen heißen die Dinger auch nicht auch so, was ich gerne mag. So, dies hier ist eine Riesenverpackung, geschenkt bekommen von einem Freund von mir. Danke, Mauro. Es ist ein italienisches Produkt. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, heißt es Vergano. Vergani, Entschuldigung. Hat nichts mit Vergano zu tun. Es ist ein Torrone Morbido. Und verspricht Nougat zu sein. Nougat. Das gibt es hier haufenweise. Ich gehe öfter mal zum italienischen Großhandel und kaufe mir so Dinge ein. Und diese Verpackung, meine Schwester wird das übrigens auch, wenn ich rechnen bin, ne? Geh nicht auf. Testfeld aus, weil ich die Packung nicht aufkriege. So, das kennt ihr bestimmt. Guckt euch das mal an. Sieht das nicht geil aus? Also, im Delikatessenladen gibt es immer so kleine Würfelchen für ganz, ganz viel Geld, ja? Das hier ist, wie ich finde, eine sehr gute Marke. Und man kriegt so eine Haushaltswarenpackung, so eine Familienpackung hiervon, so einen Riesendüdel. Und das ist genial. Es riecht süß. Leicht honig, nussig. Es ist cremig, weich. Man beißt sich nicht die Zähne aus, so es sein muss. Manche mögen es gerne harter, ich mag es gerne weich. Vanillig. Nussig, Nüsse drin, Haselnüsse, Mandeln. Oh. Wenn man nicht aufpasst, weg. Und die Waage sagt, nicht normal. Oh. Also, ich gebe keine Bewertung heute. Das soll ein V sein. Vergani. Ja? Wenn ihr mal surfen wollt, gebe ich euch die Webseite auf meiner Webseite. Auf meiner Webseite könnt ihr die Webseite von dem Hersteller finden. Das zweite Produkt ist das hier. Rosgones von der Firma Hacendo, Hacendado aus Spanien. Das ist, ich glaube, so ein Ding, was nur ich mag. Ja? Und meine Frau und mein Vater, auch mein Stiefmutter. Die habe ich in Spanien kennengelernt, beim Besuch meines Vaters. Und so eine Packung kriege ich auch locker einen Abend weg. Da sind so ziemlich harte Pilze. Ja? Knusper. Süß, Mandeln, da sind auch Mandeln drin. Das ist nicht zu hart, das ist nicht zu weich. Es ist, hat ein bisschen Biss vorne. Es knuspert, es krümelt ein bisschen, es ist auch nicht zu trocken. Das ist das Besondere an dem Ding. Das ist süß, speichelt, regt den Speichelfluss an, sodass es also nicht so ein trockenes Blubber im Mund ist, sondern es ist so eine Süße. Klar. Ganz einfacher Kick und ich weiß auch, warum ich die Dinge so gerne mag. Als ich 10 war, haben wir zu Hause mal Kekse gebacken, zu Weihnachten. Und die haben mich sofort daran erinnert, als ich die zum ersten Mal gegessen habe, die Kekse. Und die, ja, die führen dazu, dass ich ein bisschen so als wieder schrumpfe, an der Herdplatte sitze, an einer Arbeitsplatte sitze, verstehe und den Teig haben will und nachher die Kekse essen möchte. Tag cool. Na, das sind Gefühle, hä? So, das sind so meine Favoriten heute. Die mag ich einfach sehr gerne. Die Produkte liste ich nochmal auf meiner Webseite auf, sodass ihr nochmal nachgucken könnt, was das war. Und auch die Firmenwebseiten dazu. Ja, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, schaut gerne nochmal rein. Besucht mich auf meiner Webseite www.speedchecker.tv und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.